So Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Q-World. Und es ist, wir sind hier auf dem Gipfel des Berges immer noch. Und man sieht so ungefähr gar nichts. Aber was ist das da unten? Lol. Ich suche ja immer noch nach, wir sind auf dem Baum. Ich suche ja immer noch nach Höhlen. Oh Gott. Nee, da springe ich nicht runter. Ja, zwei Schaden. Das macht gar nichts. Ach so, ein Lager. Können wir da? Ja, da können wir schlafen. Jawohl, Leute. Dann lass uns mal pennen gehen. Und dann pennen wir so lange, wie wir wollen, bis es wieder Tag wird. Weil die Nacht böse ist. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Eine Live-Pokémon. Lol. Du sollst dich da hinlegen, Kollege. Ich weiß jetzt, wie man die wechselt, aber dafür darf die nicht liegen. Doch, es geht sogar im Liegen. So, hier haben wir nämlich 11 Ginseng-Suppen. Und eine Live-Pose. Ja, Jodo, würde ich mal sagen. So, wann wird's denn mal wieder Tag? Dumm. Ihr könnt mir mal schreiben, wie das mit den 20-Minuten-Folgen so ist, ob ich vielleicht ein wenig länger machen soll oder vielleicht 15 Minuten. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. So. Loch. Geil. Naja. Wir können hier gleichzeitig auch nochmal. Ne, können wir leider nicht. Manchmal steht das Lager hier direkt daneben, da kann man gleichzeitig auch noch craften und so. Ist schon ganz geil. Beide geben 200 Points. Ja, dann nehmen wir die Ginseng-Suppen. Weil die erstmal leichter zu machen sind. Was haben wir hier? Für den Rogur, für die Magier, Ein Iron Shield. Das macht aber überhaupt nichts besser, bis auf die Heal Points. Okay, diese krassen Schwerter hier, die geben mir. So, dann müsste ich das hier rein tun. Leute, sollen wir das einfach mal ausprobieren? Ich würde sagen, ja. Einfach mal. Ganz easy. Ganz easy. Probieren wir das einfach mal aus, wie das so wirkt. Also, sie glitzern auf jeden Fall schon mal. Finde ich cool. Ich spare dann aber lieber für so eine Axt mit dem Eisen da. Wollen wir dann noch nicht so pingelig sein. So. Da hinten kommen wir her aus Sela City. Ich würde sagen, dann besuchen wir nochmal diese Berge hier. Und die Berge und die Berge. Und dann rennen wir nochmal zurück, wenn wir ein bisschen was an Eisen gefunden haben. So, jetzt wird es auch schon wieder morgen. Das heißt, wir machen uns auf den Weg, rein in die richtige Richtung. Nein, natürlich nicht. So, da lang wollen wir nämlich. Unser Lämpchen lassen wir trotzdem noch an. Und wir hoffen mal, dass wir ein paar Gegner finden, um abzuleveln. Und natürlich die Höhlen. Damit ich mir so eine Eisenaxt mal kaufen kann, die so. Wow, da sind schon welche. Lol, okay, das ist nice. Es macht zwar wesentlich. What the fuck, Alter? Alter. Boah, Junge. Das macht mir sowas zu wenig Damage, ey. Eine Fledermaus macht mir zwei verdammten Schlägen platt.
Okay, das hat sich dann mal ganz schnell erledigt. War in der Höhle irgendwas? Nee, natürlich nicht. Oh, ein Eisendepot. Genau das wollte ich doch. Ohohoho. Wow! Nein! Oh mein Gott, okay. Wie viel Leben habe ich dem abgezogen? Da bräuchte ich einen Trank. Drink! Läuft bei mir, so, wo ist er? Alter! Wie der einfach mal abgeht! Okay. Der hat mir aber geile 28 XP gegeben. 8 XP, nicht 28. 28 wäre richtig geil. So, jetzt haben wir keine Tränke mehr. Tränke kann man ja auch im Laufen trinken, wie ihr alle wisst. Was man mit normalen Foodie nicht machen kann. Oh mein Gott. Ja. Wieder sehr hilfreich, diese, wenn man das Höhle nennen kann. Und dann war sie auf jeden Fall sehr hilfreich. So, wo lang geht's? Da hinten zu den Bergen würde ich einfach mal meinen. What the fuck? Gut. Alles safe. Leute, guckt euch an. Ich kann keine Kreise machen. Das will ich nicht. Ja gut. Da gibt's glaube ich nichts dran, ne? Weil das so komisch aussieht. Ne. Oh oh. Ich weiß nicht, ich glaube, dem machen wir zu wenig Damage. Ja, komm. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich will erstmal gute Sachen finden. Das da machen wir aber locker platt. Glaube ich. Also es sieht zumindest leicht aus. Ja, das ist kein Ding, Leute. Kein Ding, finde ich. Zack. Gibt auch nur ein XP-chen. Also, bitteschön. Macht gar nichts. So, was gibt es hier? Da ist ein Lager, also nur ein Lagerfeuer. Was ist das da unten? Das scheint ein Kollege. Wir haben aber kein Petfood, oder? Nein, wir haben kein Petfood! Wir müssen uns unbedingt was besorgen. Ich höre wieder irgendwas laufen, egal. Ich brauche hier eine Höhle. Guck mal, das sieht nach einer Höhle aus, da. Und was ist das? Das ist ein Blümchen, okay. Okay, hab schon. Hier kann man ja gar nicht sneaken, hier kann man nur langsam gehen. Alter. What the fuck, was geht denn hier ab? Okay. Ach so, die war am Laufen. Nice, was ich hier gerade gefunden habe, muss ich sagen. Ja, man sollte auch schon treffen, ne? Mein Gott, flieg doch nicht immer weg, Alter. Du kassierst doch sowieso. Boah, Alter, beim Lex ist gerade richtig. Boah, Junge. The fuck, was leckt denn hier so? Entschuldigung dafür. Das nervt gerade ein wenig. Alter. What the fuck, Junge? Also gerade übertreibt das wirklich ein bisschen.
Ja, sicher. In der ganzen fucking Scheiße. In der ganzen fucking Höhle ist kein Eisen, Silber, sonst hier irgendwelche Rohstoffe. Und die hat was für Magier gedroppt. Oh, das kann ich ja super gebrauchen. Egal, kann ich vielleicht verkaufen. Oh, ein Eisendepot. Juhu. Leute, beim Elektra ist gerade richtig. Hier gibt's. Hier sind teilweise Standbilder. Oh mein Gott, ein Silberdepot. Oh, Alter. Lass mich. Weil. Ich höre irgendjemanden kämpfen und trinken. Reisen. So wie sich. Das aber nur eins. Daraus kann ich höchstens zwei machen. Na egal, Jo. Wir gehen jetzt weitersuchen. What the fuck, Alter? Bei mir leckt das hier so übelst. Liegt das nur an der Region oder ich. Ich versteh's nicht. Sonst leckt es doch nie so. Wir sind in dieser fucking Höhlenlandschaft. Okay, Leute, wir machen uns mal schnell weg hier. Wie viel Dings haben wir denn jetzt? Da. 5 Silber Nuggets, 6 Iron Nuggets. Ja. War ich da schon drin? Also, es reagiert gerade alles ein wenig lahm. Gut, dann gehen wir noch einmal in die Bergkette dahinter rein. Um zu gucken, ob wir denn da noch ein bisschen Eisen finden. Und vielleicht ein bisschen Silber für so einen geilen Hangglider. Weil das würde ich mal gerne machen. Auch schon so vor der Staffel mit Tobi und Flori. So, let me see. Mann, da sind wieder solche Beatles, ey. Diese Beatles, ey. Wenn die singen, Alter, da kriegst du ja richtig. Komm ich denn da rein, Alter? Ist das überhaupt eine Höhle? Ich weiß nicht. Oh Gott, da kommt der, ey. Ich kletter am besten mal hier hoch. Ist das eine Höhle? Ach, YOLO. Gehen wir woanders hin. So, da hinten sind diese komischen Viecher, die nur eine XP geben und sich daher nicht lohnen. Aber das sieht hier nach einer richtig geilen Bergkette aus. Wo doch auch mal gute Höhlen dran sein können. LOL! Kormling gleich, da ist so ein Insektgard hinter dir. Oh, da ist noch ein Kormling. Okay, nur noch der Korn. Oh mein Gott! Komm, den gehen wir woanders kämpfen. Oh mein Gott. Hier sind mir gerade ein bisschen viele böse Tierchens. Da unten sind zwei von den fucking Maulwürfen. Alter. Was so... Wie, Da ist natürlich der Vorteil. Geht es aus dem Jungen raus? Nein. Es wäre auch zu schön gewesen aus diesem fucking Blätterzauber-Magie. Was hat er für eine Hornisse? Haben wir schon zweimal platt gemacht, glaube ich. Aber ich esse lieber vorher noch was. Dankeschön. Dieser Schlag, der war so gekonnt, Alter. Kein Ding für King. Scheiße, dass es immer so lange braucht. Da brauchen wir echt eine Axt, die irgendwie Tempo drauf hat oder so. Dass man. Oh mein Gott. Komm her, Bud. Sehr gut, Bud. Das wollte ich doch erreichen.
dass ich mit dir kämpfe, wenn ich was sehe, dank diesem Smaragd-Depot. Das wird jetzt mal richtig geil wechseln. Boah, war nur einer dran. Egal, das Eisen läuft bei uns. Wir haben eine Höhle gefunden. Na, hier treffe ich nicht. Hier treffe ich auch nicht. Alter, bin ich zu dumm dafür? Ich will das fucking Teil abbauen. Geht doch. Zwei, immerhin. Es geht besser. Aber die Höhle ist groß, vielleicht finden wir noch was. Auf jeden Fall haben wir wieder eine Fledermaus gefunden. Das war nicht das Erwünschte, aber Junge, komm her, sein XP, Alter. Sind wir fast schon wieder ein Level up, ey. Mein Gott, das kann es doch echt nicht gewesen sein. Mein Gott, Alter. Das war's jetzt von der Höhle. Ich habe mir so viel erwartet. Silber, Eisen, dies, das, ey. Da findet man ein Smaragd und zwei Eisen, glaube ich, oder so, ey. Das ist ja echt nicht cool. Geht's da noch lang? Hier kann man... Torben hat noch ein... Da hinten geht's wieder raus. The fuck no. Warte. Ich hab noch eine Idee. Vielleicht war das der Weg, wo wir hergekommen sind. Das sieht für mich fast danach aus. Dann kann man nämlich noch hier lang gehen. Ne, warte mal. Hier sind wir doch gerade lang gegangen, oder? Ja, Torben, hier sind wir gerade lang gegangen, genau. Da muss ich jetzt geradeaus durch, okay. Vielleicht. Hier geht's raus. Ne, du, da gibt's gar nichts mehr. Ja, schade auch. Wie viel Eisen haben wir? 8, 5, 5 Silber. 10 Silberwürfel kostet eine Hängleiter. Wir haben jetzt 10, 6 silbernen Nuggets oder so halt, ne? Läuft bei uns. Was sind das denn für Viecher? Achso, das sind bestimmt liebe Frogmans oder sowas. Kennen wir alle schon. Eine böse Katze, also eine liebe Katze, aber ich nicht, ne? Also eine neutrale Katze, sagen wir es so. Das ist der passende Ausdruck dafür. Plane Runner, die habe ich in meiner anderen Welt als Haustier. Aber jetzt sind die aggressiv. Aber wir haben ja kein verschissenes Pet Food. Fliegen, ja, ja. Oh. Ohohoho. Bitte, bitte, bitte. Ja! Wo kann ich es denn aufsammeln? Da. So, 3 Eisen nochmal. Also 3 Eisen Nuggets. So wie sich das. Oh, ich sehe auch schon, das war's von der Folge, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ne, warte mal. Ich brauche einen Punkt, um Schluss zu machen. Leute, ich brauche einen Punkt. Ich kann das so nicht einfach machen. Ich kann doch nicht einfach so. Ich kann doch nicht einfach so. Oh mein Gott, bin ich dumm. Mein Gott, ich brauche einen Punkt, um Schluss zu machen. Ey, gib mich einen Punkt. Da ist eine Höhle, vielleicht können wir da Schluss machen. Ey, komm, Leute. Wir erforschen jetzt noch eben die Höhle, weil sonst denke ich nächstes Mal, ach, das haben wir ja schon gemacht, ist ja kein Problem. Dann ist die Folge halt 21 Minuten lang. YOLO, Leute. YOLO. Silber. Da sehe ich doch noch was, oder? Nee. Jo, du, Schimmermaschen haben wir noch gefunden. Aber so die mega super duper
Pipapo-Höhle war das jetzt ja nicht. Oh, 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 ein böser Knobold. Attacke! Verdammt, ja. Ach, guck mal, der hat meine Schwerter, die ich auch haben kann. LOL! Okay, der hat damit aber eine gute. Ne, der hat doch nicht meine. LOL, der macht aber gar nicht so schlechte Attacken, du. Naja, YOLO, reißen wir hier das Scrub ab. Und dann sage ich, wenn ihr beim nächsten Mal sehen wollt, wie ich diese Zwiebelringe da abschlachte, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, so. Und, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Freue mich natürlich über eine Bewertung in Form von einem Daumen hoch oder einem Kommentar oder beidem. Und, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.